Ein Mann ohne Messefieber. Ein Mann, der auch schon an der Bande stand, zumindest beim Eishockey. Was ist das hier für Sie für ein Auftritt? Intertabak 2011, ein Mann, der Ruhe ausstrahlt und die Hektik an sich abprallen lässt. Ist das Eishockey-Geschichte pur oder ist das Tabak-Geschichte 2011? Nein, ich habe überhaupt nicht mehr mit Eishockey zu tun. Das ist alles für kleine Frauen jetzt. Der Tabakgeschäft, das ist eine richtige Challenge oder ist eine richtige Herausforderung. Die Intertabak ist ein Platz, wo alle Leute in der Industrie können sich präsentieren. Und wir probieren jedes Jahr ein neues Thema uns gut zu präsentieren. Die Herausforderung ist hier. Und so wie in Eishockey, ich nehme es an. 2011, welche neuen Produkte haben Sie dabei? Wir introduzieren unsere neue Cigarillos, Nevada, in 10er und 23er Pack. Aber die Hauptthema von unser Stand dieses Jahr ist Schwarz und Weiß. Ebony und Ivory, sagen wir, wenn es McCartney und Michael Jackson wird. Aber Schwarz-Weiß ist unser neuer Mohawk-Produkt, ist unser Premium-Zigarette und es kommt richtig gut an hier mit den Leuten in Intertabak. Der Fachhandel ist ja gefordert, sich ständig nach neuen, innovativen Produkten umzuschauen. Es gibt natürlich am Markt auch eine Vielzahl von Produkten, die den Handel irgendwie das Verkaufen schwer macht. Das heißt, Sie müssen sich mit Ihren Produkten abheben und das Abheben passiert seit einigen Jahren ja recht gut im Markt. Gut, dann sagen wir, wenn du kommst jedes Jahr mit den gleichen alten Produkten, oder sagen wir, in Deutsch sagt man immer die alte Kamel, aber meine ich nicht Kamel. Wenn du kommst mit die alten Produkten, dann ist es kein Interesse, die Leute hierher zu bringen. Aber wir haben letztes Jahr unsere Introduktion für Couture, unsere Slim-Produkte, gut eingeführt. Jetzt kommt unser Schwarz und Weiß Mohawk. Du musst etwas den Leuten bieten hier und dann kommen wir. Und unser Stand ist immer voll. Und Samstagabend, unsere Party ist eine Bekannte hier. Das Kult auf der Intertabak. Ist Kult, ja. Leider, wir haben nicht so die Red Hot Chili Peppers dieses Jahr, aber es ist immer noch eine Kult. Wir werden morgen früh um 10 Uhr an den Messestand kommen, werden schauen, wie viele Menschen überhaupt da noch übrig geblieben sind. Eine gute Idee ist, kommen nicht zu unserem Stand 10 Uhr morgen mit deiner Kamera, weil wir würden nicht so schön ausschauen als heute. Der Fachhandel war gestern auch schon gut vertreten bei Ihnen. Und wie kommunizieren Sie schlechthin mit dem Fachhandel? Also wir haben hier einen Außendienst, Sie haben bestimmte Events, bestimmte Veranstaltungen im Laufe eines Jahres. Sind Sie da zufrieden? Ja, wir sind zufrieden mit unserer Entwicklung. Unser Hauptprodukt für unser eigenes Geschäft ist Mohawk. Und die Idee von Mohawk ist stetig immer dicker in den Markt. Immer mehr bekannt, immer so. Wir können nicht leisten einen Hochflug und einen Crash. Weil nach dem Crash hast du sehr wenig Möglichkeiten, zurück in den Markt zu kommen. So, das ist stetig hoch und das geht jedes Jahr, Jahr zu Jahr besser. Jeden Händler sagt, last Jahr habe ich so und so viel gehabt, dieses Jahr bin ich so weit, dass ich so und so viel habe. Und es ist immer forwards und das ist unsere Idee. Sonst ist es sehr schwer, weil ein von unseren 7 Besitzer steht auf der Packung. Es wird schwer, wenn wir sagen, wir müssen ihn nicht mehr verkaufen, weil niemand ist interessiert. Also, ich wünsche Ihnen beim Step by Step nach oben weiterhin viel Erfolg. Und ich denke mal, den werden Sie haben. Danke. Grand River Enterprises ist richtig stolz, in die Intertabak zu sein. Hier haben wir angefangen 7 Jahre vor und hier präsentieren wir uns am besten.